Diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder ein Video von Varion, worauf ich reagiere. Nämlich um das Thema, wenn man das Brotende falsch nennt. Ich bin immer gespannt, wie es wird. Und dann, let's go. Leute, ich vergessen beim Bäcker, ne? Hast du Haraldine hinter der Theke wieder angeschickert, oder was? Jürgen, ich hab nur Brot geholt. Günni, hast du wieder das eklige Mehrkornbrot gekauft? Das schmeckt ja wie Laternenfeuer ganz unten, du. Oder hast du wieder diesen Vollkorn-Dinkelmist gekauft? Das schmeckt, als hättest du deine Zehennägel abgeschnitten und die aufgebacken, Günther. Leute, ich hab da Mischbrot geholt. Ja, besser ist das auch für dich. Ja, Mischbrot ist eine solide Nummer. Ja, und die Verkäuferin? Also war Haraldine doch da, oder was? Nee, Henriette war da. Die ist ganz schön bucklig, die mag mich, glaube ich, nicht. Das ist eine Furie, du. Ja, auf jeden Fall wollte ich das Brot geschnitten haben, ne? Spektakuläre Geschichte bis hier, Günni. Ja, eine Frage. Herrlich, ey. Ich mag einfach die Videos. Ich mag die, ehrlich. Aber jeder hat ja auch seine Geschmacksrichtung. Fragte mich auf einmal, ob ich den Kanten auch haben will. Wer? Was für ein Ding? Wollte sie den Handkantenschlag geben, oder was? Ja, die meinte das Ende vom Brot, dieses Außenteil. Das nennt die Kanten? Ich hab sie angeguckt wie ein Fisch am Haken und hab sie gefragt, was sie will. Jeder weiß doch, dass man das Ding Krusten nennt. Krusten? So ein Schwachsinn, das Ding heißt Knust, Leute. Habt ihr beide Heizöl getrunken, das nennt man Brotende. Günther, Brotende und die andere Seite ist Brotbeginn, oder was? Nee, das hat zwei Enden, wie eine Bockwurst. Ja, meine Schwiegermutter nennt das Ding zum Beispiel Knötzchen. Die Kumpel vom Bau nennt das Kentchen. Das ist doch nur eine verniedlichte Form von Kanten, Werner. Leute, ich hab mal gegoogelt, da gibt's ja über 100 Begriffe. Wer soll sich den ganzen Quatsch denn merken? Ne? So ein Blödsinn, was soll das denn? Also ich finde, bei sowas muss es deutschlandweit einfach eine Regelung geben. Meinst du, dass es kein Missverständnis mehr gibt, oder was? Ja, wenn man zum Beispiel mit 100 Leuten in einem Raum ist und jeder nennt das Ding anders und einer fragt, dann kann ich den Deckel essen, da weiß doch keiner Bescheid dann im Raum. Ist Deckel überhaupt ein Begriff, Günther Rator? Nö, das hab ich mir gerade ausgedacht. Deckel wird doch keine Sau sagen. Jürgen, natürlich, oben und unten, da kommt ein Deckel auf das Leib. Ach, schreibt ruhig in die Kommentare bei mir, wie ihr das Ende von Brot nennt. Ich bin mal gespannt, wie ihr das nennt. Bei mir, je nachdem, ich nenne es eigentlich auch Brotende. Aber jeder ist auch eigentlich Bundesland zu Bundesland auch so ein bisschen da etwas anders nennen. Eine Ecken hier in Deutschland. Brot. Leibbrot? Wer bist du denn jetzt? Güntherus von Schnöselheim oder was? Ja, man kann sich ab und zu auch ein bisschen gewählt ausdrücken. Außerdem, seit wann hat man zwei Deckel auf einer Sache? Das gibt's gar ja, nicht. Ja, wirst sehen. Bald sagen die Leute Brotdeckel dazu. Pass mal auf, Jürgen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Deckel gar nicht so schlecht anhöre. Freunde, wenn das durchgesetzt wird, dann gehe ich am Stock. Das sag ich euch. Am Stockbrot? Ja, ganz witzig. Jetzt kommst du hier noch mit den schlechten Wortwitzen daher, oder was? Günni, wie ging die Geschichte denn nur weiter? Ja, die auf einmal angefangen zu diskutieren mit mir. Wann hat sie denn diskutiert mit dir? Ja, nachdem ich dann irgendwann verstanden habe, was sie überhaupt von mir will, habe ich ihr gesagt, das Ding heißt nicht Kanten, sondern Brothände. Oder Krusten. Ja, oder ganz richtig Knus. Ja, und dann diskutiert sie weiter mit mir und hat gefragt, ob ich nicht ganz sauer bin. Ja, das wissen wir, aber was hat das mit dem Brot zu tun, Leute? Ja, und irgendwann hat sich ihre Kollegin dann mit eingemischt. Sie meinte auf einmal, das Ding nennt sie Buckel. Buckel? Ja, mit Buckel meinte sie dann aber Henriette. Bei mir ist Henriette immer die Borstige oder die Bucklige. Ich sag auch die Bucklige oder ganz einfach der Buckel. Ja, der Buckel hört sich aber irgendwie auch nach einem Superheld an, oder? Wie meinst du denn das? Ja, aber stellt euch das mal vor, wenn Leute in Gefahr sind, kommt Henriette und sagt, das sieht nach einem Job für den Buckel aus. Können wir uns vielleicht auf die eigentliche Geschichte konzentrieren? Ja, danach haben die beiden sich fast das Kloppen gekriegt, weil sie Buckel genannt wurden. Erzähl mal weiter jetzt. Ja, dann habe ich irgendwie überlegt, wie ich die beiden nur auseinanderkriege. Ich wollte ja mein Brot mitnehmen, ne? Ja, und wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mir denn die Brotenden oder auch eben Deckel geschnappt und habe die beiden abgeworfen. Du hast sie abgeworfen? Ja, voll auf den Kopf. Ja, und denn? Nö, die haben weitergemacht. Okay, wir fassen mal zusammen. Zwei Mitarbeiterinnen beim Bäcker, die schlagen sich, die boxen sich und du stehst daneben und wirfst die mit Brot ab? Ja. Ja, und beide, das lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Hier. Ja, der Chef kam dazu und hat beide rausgekantet. Ja, und wie geht's weiter? Ja, dann ging es richtig los, dann sind die auf dem Chef los. Und was ist denn passiert? Ja, ich hab die drei weiter mit Brot abgeschmissen. Günni, du bist auch ne... Humor gefällt mir. Meine Güte, zwei, die sich auch noch beim Bäcker schlagen, der Chef kommt auch noch, schlagen sich weiter mit dem Chef, ey. Und der steht auch noch da und wirft auch noch mit dem Brot ab, ey. Herrlich, ey.
eine Marke, Junge. Und dann kam Polizei. Weil der zu laut war, oder? Nee, die wollten da Mittag machen. Dann hast du die Polizisten auch noch mit Brot abgeworfen? Nee, die waren auf einmal so wütend, dass sie jetzt keinen Mittag kriegen und haben sich zu mir geschaut, haben mitgeholfen, die mit Brot abzuschmeißen. Als der eine Polizist mich dann gefragt hat, ob ich noch Knippchen habe, meinte der zweite zu ihm, ob er nicht ganz dicht sei. Er meint wohl Gombel. Und dann, Leute, ging der Tanz erst richtig los. Ich habe sie angeguckt wie ein Fisch am Haken und habe sie gefragt, was sie will. Also, Humor, muss ich sagen. 20 von 10, ne? Wenn euch das Video gefallen habt, oder ihr vielmehr auch die Reaktion von mir, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne einen netten Kommentar und auch ein Abo, nicht nur bei mir, ne, auch vielleicht bei ihm auch, ne, wenn ihr Bock habt. Das Video findet ihr natürlich einmal in der Videobeschreibung und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tschüss.